In der Hohe Luftchaussee ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw gekommen. Der 59-jährige Pkw-Fahrer war zunächst stadteinwärts unterwegs, wendete dann aber plötzlich mitten auf der Straße und übersah dabei offenbar den Bus. Sowohl der Pkw-Fahrer als auch 7 Insassinnen des Busses wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Alle konnten allerdings vor Ort behandelt werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.